mir in den Park Warner in Madrid. Leute, anders als gedacht haben wir super gutes Wetter hier in Madrid heute. Eigentlich war richtig schlechtes Wetter gemeldet, aber könnte noch kommen. Wir sind jetzt hier im Warner Brothers Park oder vorm Warner Brothers Park in Madrid und ich freue mich so. Das ist so ein bisschen Kindheitstraum von mir. Ich hatte damals, als es den Warner Brothers Park in Deutschland noch als Warner Brothers Park gab, nicht gesehen, gekannt, erlebt. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, hier reinzugehen. Tickets haben wir schon online gekauft und ich würde sagen, let's go! Wir waren jetzt schon bei der Taschenkontrolle und stehen jetzt nochmal nebendran, denn die anderen hatten noch ein bisschen was zu essen im Rucksack und das darf man nicht mit reinnehmen. Also für euch zur Info, kein Essen mit in den Park nehmen. Getränke scheinen okay zu sein. Und mein Wasser war weggeschüttelt. Ja. Sorry, ich habe jetzt so schnell das Croissant hier essen müssen. Ansonsten hatten wir die Tickets über Get Your Guide geholt, weil diese ganzen Seiten, die gibt es zwar auf Englisch, aber das ist so ein tolles Englisch, da blickt man nicht so durch, deswegen haben wir es einfach über Get Your Guide gebucht. Genau. Wir gehen jetzt in unsere erste Attraktion, Cinetour. Das ist so eine Autofahrt. Bin ich mal gespannt. Sitzen, gucken. Hört schon gut an, oder? Ja, das war okay. Immer okay. Hätten wir es jetzt nicht gemacht, wäre auch in Ordnung gewesen. Ne? Also, Kulissen waren jetzt nicht so der Brüller. Meiner Meinung nach, wenn man dann um eine Kulisse fährt und wenn man da rumfährt und man dann reingucken kann in die, wenn man dann so in das GfK da reingucken kann, weißt du, da so dann diese, ich sag, wo das dran befestigt ist, wenn man das so sieht, das ist halt wirklich schön, muss man sagen. Was es mit Cinematour zu tun hatte, habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber ja, sitzen und gucken ein bisschen. Das hier, das lassen wir jetzt mal aus. Es wäre uns ein bisschen zu kalt. Aber finde ich eigentlich eine ganz süße Fahrt. Im Sommer kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn dann es schön warm ist, hier gegenseitig sich nass zu machen, würde ich schon cool finden. Aber nur dann. Ja, so. Und ich würde sagen, das hier ist jetzt unser Projekt der Begierde. Ja, leider ist es aktuell noch nicht offen, aber es finden gerade Testfahrten statt. Ich denke, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis es hier losgeht. Wir kommen gerade von Stunfall, unserem ersten Count hier im Park. Hat richtig Spaß gemacht. Man fährt erstmal kerzengerade rückwärts hoch und dann geht's los. Und bei diesem Rückwärtsfahren, das fährt so langsam. Ich habe gedacht, oh Gott, ich falle gleich raus. Dann fährt man die Strecke vorwärts und dann nochmal rückwärts. Es hat richtig viel Spaß gemacht, fand ich ganz cool, echt. Und ja, als nächstes gehen wir in das Hotel Embrujado. Mal gucken, keine Ahnung was ist, let's see. Das war jetzt ein Madhouse. War okay, also ich habe schon bessere, aber auch schon schlechtere erlebt und ja, ist okay. Als nächstes Superman, 50 Minuten Wartezeit, es ist halt so, let's go.
Also Superman hat mir jetzt echt gut gefallen. Fand ich wirklich sehr angenehm zu fahren. Und die war auch viel länger, als wir auch gedacht haben. Also von mir eine Empfehlung. Wir wollen jetzt mal was essen. Hier ist aber noch eine Attraktion. Wie viel? 5 Minuten? Oh nee, das muss jetzt... Wir müssen mal, können es mal angucken von außen, aber fahren müsste ich es jetzt nicht. Und hier nebendran ist auch direkt schon ein Restaurant. Wir haben uns jetzt mal was zu essen geholt. Wir jetzt haben bestellt hier ein Menü mit dieser Würstchenbowl und ein Hotdog-Menü. Jeweils ein Getränk dabei, hat 25 Euro gekostet. Und zusammen teilen wir uns noch hier diesen Hähnchen-Bucket. Der hat 10 Euro gekostet, gell? Guten Hunger! Wir haben jetzt gegessen. Ob gut ist, ja... Für den spanischen Freizeitparks findet man einfach kein gutes Essen. Aber was wir jetzt erwischt haben, ist Regen. Wir dachten echt, dass wir diese Schlechtwetterwolke überstanden hätten, aber nein. Da hinten dran fährt so ein, wie nennt man das, wie bei Talukan ist es. Ganze 2 Personen sind da drinne. Ja, mal gucken, was wir jetzt so treiben werden. Viel unterstellen kann man sich tatsächlich nicht so wirklich. Hola! ¿Usted pasando bien? English? English, of course. Where are you from? Germany. Germany, oh my God. I love Germany. So many missions there. Do you want a photo or something? Yes, please. Also leider hat Shadows of Akram nicht geöffnet. Ja, das heißt, wir müssen noch mal hierher. Aber ganz so weit weg wohnt ja mein Onkel nicht. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall noch mal hierher kommen. Ich glaube, Sinan ist auch eigentlich sehr begeistert, wie es hier aussieht. Da habe ich so das Gefühl. Ja, was es halt hier gibt. Natürlich Spielbuden. Gerade bei Superman, Simone hat es mir nicht gesagt, meine Haare haben richtig doof gehangen. Ja, aber gibt Schlimmeres. Muss ich nochmal irgendwann hierher kommen und Bilden mit Superman machen. Hola. Der hat eine ganz raue Stimme. Ja. Hier gibt es noch Joker Autoscooter. Finde ich eigentlich von der Thematisierung echt ganz cool. Also dieser Bereich finde ich echt krass. Simone, der hat gerade eine Testfahrt gemacht. Also vielleicht haben wir ja Glück und er fährt noch. Nee, das ist die Bahn, die da hinten stand. Wir haben jetzt gerade noch mal geguckt. Also es waren doch 2 verschiedene Achterbahnen. Das eine war dieses Escape Gotham City und das andere dieses Akram, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Akram hat tatsächlich keine Wartezeiten heute schon den ganzen Tag in der App gehabt. Und die Gotham City Achterbahn, die es hier noch gibt, Gotham City Escape, die fährt jetzt wieder. Die ist vorhin nur mit also ohne Besetzung gefahren und jetzt wieder mit Menschen. Eventuell aufgrund des Regens. Wir machen jetzt hier Crime Alley Night of Chaos. Ich muss irgendwas mit meinen Haaren machen, die rutschen die ganze Zeit raus. Wir gehen mal davon aus, dass das 2 Haunted Häuser Horror Experience sind. Wir haben keine Ahnung, wir gucken es uns mal an. Ja, also es war tatsächlich so eine kleine Maze. Hier steht an, ab 12 Jahren. Ich finde vielleicht eher so für 14-Jährige geeignet, so ab dem Alter. Ich fand es ganz nett. Es war halt mit Charakteren wie Catwoman, wir hatten Harley Quinn. Also halt so Gotham City-Leute waren da drin. Fand es ganz nett gemacht. Für eine unterjährige Maze eigentlich ganz cool. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ich habe mich nicht darüber informiert, wie es sonst so an Halloween oder um die Halloween-Zeit hier ausschaut. Genau.
hat jetzt normalerweise 6 Euro gekostet. Wenn man aber das im Doppelpack, also es gibt noch eine, die man hier machen kann, kauft, dann zahlt man insgesamt nur 10 Euro, also da hat man 2 Euro gespart. Und als nächstes geht es dann für uns auf diese Batman Gotham City Escape Achterbahn. Ich muss echt sagen, eine sehr gute Achterbahn, die macht so viel Spaß. Ich glaube, ich habe so eine neue Lieblingsreihenfolge und zwar eins meiner Highlights war ja Monster immer. Aktuell glaube ich, ist Monster bei mir auf den 4. Platz gerückt. Dann kommt dieses gute Stück hier. Was war das? Oh, ein Schild. Dann kommt das gute Stück hier, danach kommt Taron und danach kommt Totatus auf dem 1. Platz. Also das war schon echt ziemlich cool. So, wir sind jetzt hier in der Westernstadt und es regnet schon wieder richtig krass. Ach, das ist ärgerlich heute. Hier gäbe es jetzt zum Beispiel eine Wasserbahn, die als Kaun zählt, also Grauzone. Es gibt hier unser Haunted House. Aber das sieht zu aus gerade, da müssen wir mal auf die Zeiten gucken. Und es gibt hier die Holzachterbahn, aber die haben wir noch nicht fahren sehen. Ab 18 Uhr wieder. Also Coaster Express, die Holzachterbahn hier. Ja, das ist doch auch gut. Fährt, hat wohl nur 5 Minuten Wartezeit und meine Haare sind ganz schrecklich. Don't judge me. 2 Minuten nur, auch in Ordnung. Nehmen wir mit. So, das Wetter ist halt echt schade. Ja, wir kommen gerade von dieser Holzachterbahn und die hat eigentlich ganz Spaß gemacht, aber es hat so ein bisschen getröpfelt und das hat richtig, richtig in den Augen wehgetan. Ich musste die Augen zumachen. Ich habe eigentlich vor der Fahrt gar nichts gesehen, weil es wirklich so gepeitscht hat im Gesicht. Irgendwie probiert mein Gesicht zu verdecken. Jetzt gehen wir hier in unser nächstes Haunted House. Das macht in 5 Minuten auf. Die Schlange hier ist schon lang. Wir stellen uns jetzt schon mal an und hoffen, dass es dann gleich losgeht. Dieses Haunted House hatte das Thema Conjuring, Annabelle und ich muss ganz ehrlich sagen, fand es echt gut gemacht. Halt mit Nonnen und Puppen und so Sachen. Und ganz ehrlich, durch gestern die Prozession, die wir gestern durchlebt haben, waren wir da safe wieder rausgekommen. Das hat uns schon gut geholfen. Thank you.
ja, wir dachten gerade, was ist das? Also so ein bisschen zum Durchlaufen und dann konnte man da Daffy Duck treffen, aber man durfte nicht mit der eigenen Kamera filmen. Moment, jetzt muss ich hier ins nächste Haus mal gucken, was man hier finden kann. Hier war jetzt ein bisschen mehr los. Wir vermuten mal, dass man hier Silvester treffen kann. Ja, klar, die wollen hier ihre Fotos verkaufen, aber trotzdem finde ich Character Meet and Greets, bei denen man nicht eigenständig fotografieren darf, sondern nur deren Fotos nutzen darf. Und ganz ehrlich, die Frau hat sich auch eben null, wirklich null Mühe gegeben. Ja, ich hatte Ringschirm, alles in der Hand. Finde ich schon echt schade. Das nächste Haus ist das wahrscheinlich von Bugs Bunny. Gucken wir uns trotzdem jetzt auch mal an. Ja. Nach Bugs Bunny besuchen wir hier jetzt mal ein MAC-Produkt. Die Achterbahn heißt bla 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 beep beep. Das ist ja, thematisiert nach dem Kojoten vom Roadrunner, der immer miep miep macht. Vielleicht macht er halt im Spanischen beep beep, keine Ahnung. Ja, Wartezeit hatte ich jetzt keine gesehen. Was ich vergessen habe zu erwähnen, Simone, Daria und Co. sind nach Hause gegangen. Zurück nach Madrid in die Stadt gefahren. Sinan und ich sind jetzt hier alleine am Werk, es ist immer noch am Regnen, denen war es kalt. Wir sind gut angezogen. Wir haben uns vielleicht besser vorbereitet, keine Ahnung. Die haben gesagt, die haben kalte Füße und alles, haben keine Lust mehr, was ja dann auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wir wollten noch auf jeden Fall den Park einmal komplett sehen. So, zwischenzeitlich habe ich jetzt mal hier nachgelesen. Es ist, wie ich vermutet habe, also auf Spanisch heißt Roadrunner Miep Miep eben bla 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 bla, beep beep. Ja, und finde auch, so von hier, was man so sieht, jetzt durch diese Scheiben, ach, da sieht man jetzt schwer durch, weil die Thematisierung so weit hin ist, war es eigentlich ganz schön gemacht. Ich fand die Fahrt wirklich sehr süß und sehr gelungen, muss ich sagen. Achtung, Pfütze. Wie immer gibt es von mir den Coke-Check. Hier kostet eine 0,5er Coke in der Flasche 3,90 Euro. Eine Attraktion, die ich super gerne gefahren wäre und bei der ich auch wirklich so richtig traurig bin, dass ich sie nicht fahren kann, ist hier das Rafting. Thematisierung mega. Also ich könnte sie natürlich fahren, aber das Wetter, nee. Ich war erst krank, muss nicht sein. Aber nichtsdestotrotz kann man ja hier mal gucken. Also Thematisierung finde ich schon sehr cool eigentlich. Ja, das war jetzt unser letzter Count, den wir hier holen konnten bzw. wollten. Wie gesagt, die eine Bahn ist zu und Wasserbahn, die so auf der
die so eine Grauzone ist, ist uns jetzt einfach zu kalt. Das war jetzt Tom und Jerry beim Picknicken. Fand ich ganz süß. Kinder geeignet. Ja, kann man immer mal mitnehmen. Da hinten könnte man jetzt hier die Nachbarn von Fred Feuerstein treffen. Aber wir wollen jetzt hier Adventures of Scooby-Doo. Vielleicht ist das jetzt mal so ein richtiger Dark World. Da kann ich aber mal sagen, dass ich dieses Cartoonland hier sehr ansprechend fand. Hat mir sehr gut gefallen. Aber was ich sagen muss, so das meiste von der Thematisierung war das meiste. Das ist uns auch am Anfang so aufgefallen. Innen hui, aber nee, Quatsch. Außen hui, innen ja eher pfui. Also das war jetzt mit Schießen. Ja, ganz nett gemacht. Fand die Thematisierung eigentlich sehr gut gelungen. Besser als in anderen solchen Attraktionen. Aber ich fand, es war ein bisschen wenig an Punkten, was man so ergattern konnte. So, und jetzt kann man hier noch ein Meet and Greet machen. Ich würde sagen, wir machen gerade nochmal mit. Hola! Oh, I love your outfits. Wir haben eben noch Bugs Bunny plus Freundin getroffen. Und ja, das wollte ich euch mal zeigen. Ja. Eigentlich hätte ich gern so eine Batman-Waffel noch gegessen, aber ich habe irgendwie jetzt keinen Hunger aktuell. Ja, aber finde ich cool. Ich mag das ja, wenn Food gebrandet ist. Wir wollen jetzt noch zu diesem Drop Tower laufen. Mal gucken, vielleicht auch noch damit fahren. Ja, und ich glaube, dann haben wir soweit eigentlich alles geschafft, was wir bei diesem Wetter und den Öffnungen hier fahren konnten. Leute, ich liebe es, wenn man hochgeschossen wird. Ihr wisst, ich hasse Freefall Tower, also langsam hochfahren und dann irgendwann oben ausklinken, nicht meins. Aber das hochgeschossen werden, das liebe ich. Das macht einfach super viel Spaß. Ja, in etwa einer Stunde würde noch die Parade kommen. Das ist uns jetzt aber einfach zu viel Wartezeit. Wir haben alles erledigt, was man... Also was wir gerne erledigen wollten, bis eben auf diese zwei Counts, aber beziehungsweise das Rafting noch, also zweimal Wasser, einmal diese Achterbahn, wäre mir jetzt einfach, wenn das, also das wäre jetzt der perfekte Tag gewesen, wenn man das hätte jetzt noch fahren können, aber ja, so ist es halt und ist doch ein guter Grund, irgendwann mal wiederzukommen, oder was sagt ihr? Es ist halt so. Genau. Ja, also von 8 möglichen Counts gehen wir mit 6 nach Hause und 3 Attraktionen, die wir gerne gefahren sind, haben wir nicht gemacht. Wir haben keine Shows gemacht und keine Parade. Ist okay für mich. Also war ein toller Tag. Wie gesagt, die Parade. Da bin ich ein bisschen traurig drüber, Shows jetzt nicht, aber jetzt eine Stunde hier noch in der Kälte zu warten, ist auch nichts. Und man muss auch bedenken, wir fahren mit dem Bus oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln noch über eine Stunde zurück nach Madrid an unsere Unterkunft. Das ist halt auch noch so eine Sache, ja, die einfach da rein spricht. Wenn wir jetzt innerhalb von 20 Minuten zurück in der Unterkunft wären, dann hätte ich das auf jeden Fall noch mitgenommen, die Parade. Dann hätten wir uns hier hingesetzt, hätten noch einen Kaffee getrunken oder so. Ja Leute, wir verlassen jetzt den Park Richtung Bushaltestelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand das mega. Klar, Thematisierung, von außen war das immer großes Kino und richtig klasse. Von Namen und innen vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich fand, wir hatten Spaß. Wartezeiten war super. Natürlich, wenn das Wetter besser gewesen wäre,
dann wäre das noch mal viel cooler gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich aber auch viel voller gewesen. Es ist halt so. Für mich dieser Cartoons-Bereich definitiv das Beste. Und ja, einfach für mich ein schöner Park. Hat mir Spaß gemacht. Und das ist ja für mich die Hauptsache. Ich fand's gut. Die anderen haben so gesagt, von 5 Punkten 2,5. So wenig würde ich jetzt nicht geben. Ich würde sagen, ich mache lieber so 10er Bewertungen. Eine 7 von 10, weil ich mir das Ganze einfach auch bei schönem Wetter vorstelle. Es gibt hier noch einen Wasserpark, der bestimmt auch ganz großartig ist. Und ja, damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.